Moin, jetzt Bärster und Zerbärsterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farming Simulator 17. Let's start again. Liebe Freunde, ihr werdet es schon jetzt sehen, es ist keine Timelapse heute drinne. Das hat einfach folgenden Grund: ich bin ja jetzt von heute auf morgen beim lieben Revi auf dem 24-Stunden-Livestream. Und ich habe da gestern einen super langen Livestream gemacht und ich kriege das zeitlich einfach nicht hin, die ganzen Videos jetzt noch bis 18 Uhr alle fertig zu bekommen. Wahrscheinlich muss ich sogar noch für Montag vorproduzieren, weil den Tag nach dem 24-Stunden-Livestream, wo man das erste Mal geschlafen hat, ist man sowieso immer mega im Eimer, hat keine Motivation und so. Und deswegen hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht und trotzdem sehr viel Spaß an den Videos haben werdet. Aber ich habe direkt eine ganz interessante News für euch, Leute. Es ist nämlich jetzt das große Holmer-Pack von Giant Software released worden, in dem es unter anderem den Getreidebunker und den Rübenbunker gab. Und ich weiß, ich glaube noch zwei neue Fahrgeräte oder so. Auf jeden Fall ist da ein bisschen neuer Stuff reingekommen. Ziemlich interessant. Dann haben einige Mods Updates bekommen. Auf jeden Fall auch eine ziemlich interessante Sache. Und wir wollten ja heute damit beginnen, dass wir die Schweine anfangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, fährst du nicht mit dem Traktor los, sondern fährst du mit deinem Truck los, also mit meinem LKW. Und wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu unserem Viehhändler und werden uns dort ein paar Schweine kaufen. Ich finde das auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, dass das mit den Mods echt so aktiv entwickelt wird hier in LS17. Das ist schon echt eine ziemlich krasse Sache. Also ich komme überhaupt gar nicht mehr hinterher, so viele neue Sachen, wie da drin sind. Auch diese ganzen Beta-Mods und so ein Kram. Also das ist schon echt krass, was da jetzt kurz nach Release schon an Mods alles rausgekommen ist und noch kommen wird. Und so mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass dieses Let's Play in nächster Zeit irgendwie langweilig wird. Denn bei dem, was da alles rausgehauen wurde, holla die Waldfee. Also das ist schon echt ziemlich krass. Muss ich wirklich selber mal sagen, Leute. Finde ich schon ziemlich heftig. Und ja, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zum Viehhändler. Wir sehen uns dann gleich dort, wenn ich dann da bin. So, wir sind jetzt mittlerweile beim Viehhändler angekommen. Dann kaufen wir jetzt erstmal ordentlich Schweine. Die sind auch gar nicht so teuer. Also ein Schwein kostet 3000. Das geht eigentlich. So, dann kaufen wir uns mal 21 Stück. Zack, nehmen die mal mit. Und dann habe ich nämlich jetzt gleich alle Tiere soweit. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht, ne? Hühner haben wir ja so oder so. Meine Freundin sagte, die hat jetzt auch herausgefunden, wo man die Eier von den Hühnern verkaufen kann. Das muss ich mir jetzt auch mal demnächst mal anschauen, weil ich denke, dass ich schon sehr viele Eier gesammelt habe mit der Zeit. Und dann kann ich die mal auf einem Schlag alle verkaufen. Vielleicht kommt da ja auch nochmal eine Million zusammen. Nein, Spaß. Ich bin übrigens mal gespannt, was man durch die Schweine bekommt. Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das würde mich mal wirklich absolut interessieren, was die Schweine einem liefern. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass sie nur zum Schlachten gut sind, dass man durch Fleischverkauf oder so Geld verdient damit. Aber wenn das was anderes sein sollte, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ob sich Schweine überhaupt lohnen oder ob ihr sagen würdet, ja, ist auch ein guter Nebenverdienst. Mir haben nämlich schon ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, dass die Schafe wohl doch ziemlich heftig sind, wenn man sehr viele hat. Und ich gucken soll, dass ich wirklich eine gute Anzahl an Schafen sammle. Das könnte ich jetzt wirklich überlegen, weil ich habe ja 550.000 Euro noch. Es fragen auch immer wieder Leute, wo sind deine Millionen hin, Kevin? Also Leute, ich habe das Geld ausgegeben größtenteils. Weil warum sollte es sonst weg sein, ne? Man muss ja als ich sag mal Geschäftsmann, erstmal richtig fahren lernen. Als Geschäftsmann muss man erstmal Geld investieren, bevor man irgendwo Geld rausbekommt. So, und ich habe es für schlau befunden, Kühe zu holen, Schafe mir zu holen, um damit erstmal safe jeden Tag irgendwie ein gewisses Grundeinkommen mir zu sichern, ja. Ich kriege jetzt durch die Kühe zum Beispiel regelmäßig Milch, durch die Schafe Wolle und ich weiß gar nicht, wo ich hier lang fahre. Ah, hier oben ist der Schweinehof, ne, hier müssen die Schweine ausgeladen werden und dafür habe ich mein ganzes Geld ausgegeben. So, hier können wir, glaube ich, die Schweine abladen, oder? Ja, das scheint hier eine Güllegrube oder so zu sein, ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier die Schweine eigentlich hinkommen. Da muss ich die wahrscheinlich hier abladen, ne? Ach, da! Guckt euch das mal an, ich hab's übersehen, nicht Lappen. Hier muss ich die abladen. Oh. Der Kevin mal wieder. So, dann tun wir mal die Schweine jetzt hier abladen. Zack, meine Freunde. Betretet euer neues Zuhause und zack. So, und da sind auch schon die Schweine. Guckt euch das mal an. Wir haben da sogar so richtige Hütten und alles, ne? Total cool. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Die Schweine waren, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Oder waren die kompliziert zu füttern? Jein.
glaube, es ging eigentlich. Schafbestand ist gut. Schweine, okay, nee, die waren doch sehr kompliziert. Alter Schwede, was brauchen die denn? Die brauchen von allem irgendwie Überreste. Raps, Zuckerrüben, Weizen, Körnermais, Stroh, Wasser. Digga, was brauchen die denn alles? Eieieiei. Und was produzieren die? Güllegrube, Misthaufen. Die produzieren Gülle und Mist. Okay. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was die Schweine mir genau bringen. Ich werde mal gucken, dass ich das jetzt nach und nach hier alles aufgefüllt kriege. Ich würde sagen, wir kümmern uns als erstes um Wasser und danach machen wir den Rest erstmal. Also bei den Schafen geht das mit der Wolle zurück, da ist das Problem, ob sich das wirklich lohnt für eine Folge. Ansonsten muss ich demnächst mal Timelapse machen lassen, wo ich einfach mal die Schafe ein bisschen Wolle produzieren lasse und dann gucke, dass ich die immer wegbringe, weil... Ja, wie gesagt, halt, ihr seht, die Zeit vergeht sehr, sehr langsam in einer Folge. Ansonsten muss ich demnächst mit einer erhöhten Zeit pro Folge spielen. Aber dann geht auch mein Geld schneller runter, ist das Problem. Da müssen wir mal schauen, was wir da am besten machen. Da werde ich schon irgendeine Lösung für finden. Wir fahren jetzt erstmal auf den Hof, dann hole ich den Trecker, neuen Wassertank und dann werden wir den Schweinen mal was zu trinken geben. Wir brauchen ja gar nicht hier mit dem Traktor fahren. Das wäre jetzt eigentlich wieder unnormale Zeitverschwendung. Das schreibt ihr mir auch immer wieder in die Kommentare, weil ich es immer mehr vergesse. Und zwar können wir den ja zurücksetzen, so, zack, dann machen wir einfach mal P, dann gehen wir unter Tiere, und kaufen uns, ja genau, hier diesen Wassertank, zack, so, und dann, Moment, gehen wir wieder auf Escape, ach nee, Tab-Taste, genau, und dann tappen wir so lange durch, bis wir in unserem Fenster sitzen, genau. Und dann können wir hier diesen Tank mitnehmen. Aber Leute, mir ist doch eine Sache eingefallen. Es gibt, glaube ich, doch so einen Wasserturm, ne? Es gibt doch, glaube ich, so einen Wasserturm. Da könnte ich mir nämlich überlegen, ob ich heute in der Folge noch überall diesen Wasserturm hinbaue. Ja, hier, am Wasserturm kannst du Wasserfässer auftanken. Den werde ich jetzt gleich bei den Schweinen hinsetzen. Denn ich denke, das macht Sinn, wenn ich bei jedem Hof von den Viechern, also von den Schweinen, Schafen und den Kühen, so einen Wasserturm hinsetze. Da muss ich nämlich mit den Teilen immer nur kurz da dran auffüllen und zack, fertig. Ja, das ist so ein bisschen Luxus und lässt sich alles ein bisschen schneller dann, ja, machen. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg jetzt zu den Schweinen und dann werde ich da gleich den Wasserturm hinbauen, den ersten. So, liebe Freunde, da sind wir auch schon da. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mal direkt auf P, platzierbare Objekte, Wasserturm und dann gucken wir, dass wir den uns hier irgendwo hinbauen. Ich würde sagen, wir stellen uns den erstmal hier hin. Weil ich werde mir bestimmt das ein oder andere Lager sogar noch bauen wollen. Hier, wo ich Sachen drin lagern kann. Ja. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie das funktioniert genau mit dem Wasser. Muss da bestimmt nur dran fahren eigentlich. Ja. Und man muss einfach nur in der Nähe sein und dann füllt er den Tank auf. Das ist ja schon mal geil. Oh, das Wasser kostet Geld? Das kostet ernsthaft Geld? Naja gut, ich bin ja eben Bonze, Geld habe ich ja mehr als genug. Wir müssen mal eh gucken, dass wir jetzt demnächst, also wenn ich dann wieder da bin vom 24-Stunden-Livestream, dass wir dann öfters mal jetzt ein paar Aufträge machen und ich meine Felder schön bewirtschafte und ich erstmal jetzt richtig, richtig gut Geld aufbaue in der nächsten Zeit, ja. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall mir jetzt vorgenommen habe. So, und den können wir jetzt, ja, das maximale Fassungsvermögen wurde erreicht. So, dann würde ich sagen, stellen wir das Ding hier erstmal ab. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg zu den Schafen, dann werden wir nämlich da auch einen Wasserturm hinbauen und danach bei den Kühen. Ich bin dann, ja, wieder da, sobald wir bei den Schafen sind. Die Biogasanlage könnten wir eigentlich auch mal gucken, dass wir die demnächst in Betrieb nehmen, ne? Da brauchen wir nur ein paar Fließbänder. Eigentlich ist das gar nicht so teuer und damit kann man richtig viel Geld machen mit der Biogasanlage. Müssen wir auch mal schauen, dann kann ich schöne Timelapse machen, wie ich das, wie ich die ganze Silage da reinballer, weil damit verdient man echt einen Haufen Kohle mit der Biogasanlage. Das ist echt absolut der Hammer. Und ja, ich denke, das wäre auf jeden Fall eine super Sache zum Zusatzverdienst, wenn ich meine Mitarbeiter schön die ganze Zeit die Felder in der Zeit machen lasse und ich mich um Silage-Silo kümmere. Müssen wir mal gucken. Okay, bei den Schafen sind wir jetzt angekommen. Dann würde ich sagen, hier stellen wir den Wasserturm hin. Müssen wir nur gucken, dass ich den gut irgendwie hier hinbaue. So, zack. Ja, der passt sogar direkt hier. Ah, wir können den sogar... Ja, ich glaube, ich würde sagen, wir stellen den hier so ein bisschen hin. Wird den nur etwas vielleicht drehen, dass das ein bisschen schicker aussieht. Weil dann kann ich hier immer direkt über die Straße quasi fahren und kann dann sofort meinen Wassertank voll tanken. So, dann stellen wir den uns nämlich hier, würde ich sagen, so hin. Zack.
Und das sieht doch schon mal richtig cool aus. Ich finde das richtig geil mit dem Bauen, dass man hier so Sachen hinbauen kann, ne? Weil bei den Schafen, das sieht jetzt schon richtig, richtig cool mittlerweile aus, weil da so mehrere Sachen stehen. Und jetzt machen wir uns noch schnell auf den Weg zu den Kühen. Dann werde ich da auch noch einen Wasserturm hinstellen. Und dann sollten wir erstmal für alle Tiere mehr als gesorgt haben. Hier bei den Kühen bauen wir jetzt den Wasserturm hier oben irgendwo hin. Ich habe schon gerade gesehen, die Kühe haben auch schon Misthaufen. Also ich glaube, mit dem Misthaufen kann man bestimmt auch die Felder düngen quasi. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, kann man beim Viehhändler auch, glaube ich, den Mist verkaufen, den man mit durch die Kühe bekommt und durch die Schweine. Und ich glaube, die Schafe bringen sogar auch Mist, wenn ich mich nicht irre. Da müssen wir mal schauen. So, ich werde jetzt erstmal aber hier jetzt auf jeden Fall den Wasserturm hinbauen. Den kann ich sogar quasi direkt daneben bauen. Weil dann kann ich das Ding so stehen lassen und kann das immer mit Wasser füllen und direkt wieder entleeren quasi. Und dann, ja, das geht relativ schnell dann alles, ne? So, zack, dann bauen wir den hier hin. So, und dann sieht das hier auch schon mal eine Ecke schöner aus. Finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool mit dem Bausystem. Ich mache mich jetzt mal eben schnell auf den Weg auf den Hof. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir bei mir auf dem Hof sind. Ich bin jetzt gerade hier meinen Trecker ein bisschen am sauber machen, weil der sah ja, das war ja nicht mehr anschaulich, wie der aussah, Leute, ne? Also, war ja schon echt nicht mehr schön. Und wir müssen mal gucken, dass wir demnächst mal hier echt ordentlich den Hof aufräumen, weil es gibt einige, die schreiben schon in die Kommentare, Kevin, Digga, räum mal deinen Hof auf. Der sieht ja aus wie eine Katastrophe. Das ist schon echt übel. Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, dass wir da jetzt mal demnächst hier uns ranmachen und mal den kompletten Hof aufräumen. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, das war es auch schon heute von der Folge Farming Simulator 17. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr Spaß hattet, trotz dass die Folge nicht so war wie die anderen Folgen jetzt immer davor. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt heute und morgen, vielleicht schaffe ich es schon Montag wieder, noch nicht mit Timelapse arbeiten konnte, da einfach das zu zeitintensiv für das ist, was jetzt ansteht am Wochenende alles. Und wie gesagt, halt, sobald ich wieder zurück bin, dann geht es hier richtig, richtig los wieder mit Timelapse und so. Da werde ich komplett eskalieren wieder mit meinen Videos. Und ja, ich bedanke mich trotzdem, dass ihr so treu und so unglaublich, ja, unglaublich krass mich unterstützt. Das finde ich echt mega, mega heftig. Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die täglich meine Videos schauen und mich damit unterstützen, auch regelmäßig die Livestreams schauen. Wir müssen mal auf jeden Fall gucken. Es gibt ja jetzt demnächst eh einen 24-Stunden-Livestream, dass ich dann das Wochenende jetzt über keine wirklich gut geschnittenen Videos kam, irgendwie wieder gut mache. Oder ich haue vielleicht von jedem Video, ich meine, bei Craft Attack ist das ja genauso, bei Craft Attack kommen jetzt auch keine Timelapse gerade, dass ich vielleicht jetzt demnächst mal so eine Art XXL-Folge vorbereite. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet, wenn ich als Ausgleich dafür, dass jetzt am Wochenende hier keine wirklich gut geschnittenen Videos kamen, dadurch, dass ich halt die Zeit nicht dafür habe, wenn ich dann sage, okay, Leute, die Qualität hat jetzt am Wochenende ein bisschen gelitten, was ich sehr schade finde, aber ich will trotzdem irgendwie die Videos aufnehmen und trotzdem euch regelmäßig Videos geben, weil das wäre sonst ein bisschen kacke, wenn ich sage, ja, ich kann die Videos nicht schneiden, dann lade ich auch keine hoch. Ein bisschen gecuttet sind sie ja, aber nur die Timelapse fehlen halt, weil mir einfach dafür absolut die Zeit jetzt fehlt. Wenn wir sagen, wir machen so eine Art XXL-Folge, wo ich eine Stunde lang oder so aufnehme, oder eher gesagt, wo ich ein 1-Stunden-Video raushaue, so ein Video, was richtig lange geht, so eine halbe bis dreiviertel oder bis zu einer Stunde als Special, dafür, dass ich jetzt halt am Wochenende nicht so gute Videos raushauen konnte, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Däumchen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder von Farming Simulator 17. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.